Okay, Freunde, wir haben alle Teile von Dracula und jetzt geht's weiter in Richtung Finale. So, jetzt muss ich natürlich also wieder gucken, wo es hingeht. Genau. Ah, okay. Okay, ich muss wieder zurück, auch offensichtlich wieder durch den Sumpf. Keine Zeit verschwenden mit. Ich bin ja unbesiegbar. In der Luft eingesetzt. So muss das. So! Sehr gut. Also ich muss jetzt wieder zurück zur letzten Burg. Also zur vorletzten, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Ne. Leider weiß ich auch nicht mehr ganz genau, wie das ging. Ah, theoretisch muss ich ja nur den Weg falsch rumnehmen. Warte mal. Ah ja, okay. Einfach nur wieder durch die Höhle durch, im Grunde genommen. Mehr ist das eigentlich nicht. Bin gleich tot, aber ist okay. Denn ich habe gleich nochmal eine Stadt. So. Wird Zeit, dass wir nach Castlevania gehen, ne? Die letzte Burg, aber ich glaube, das ist wirklich nur noch Boss. Also da wird, glaube ich, kein Dungeon sein. Glaube ich zumindest. Okay. So ein bisschen reicht es auch irgendwann mal mit so Hits, ne? Irgendwann kann man auch mal neu starten. Es nervt halt irgendwie, dass die eine mal treffen. Genau, sind wir wieder hier. Hier gibt's Sinn. Da war der Händler, der uns die Feuerpeitsche gegeben hat. Gehen wir hier rüber zurück. Ist, glaube ich, entspannter. Wobei, ist es entspannter? Ich weiß es nicht. Ich tue es jetzt. Muss ich logischerweise. Genau, und jetzt ist ja da gleich schon die Burg, ne? Die ist ja hier schon. Genau, so. Weiter nach Westen. Ich glaube, mein Timing ist heute mal nicht komplett. Aua, komplett scheiße, weil. Wenn gleich Tag wird, geil, dann bin ich genau in der Stadt, glaube ich. Zum Schluss wird doch noch alles gut. Oh nein. Der richtige hier Gargoyles oder was? Ah, da sind die Scheißviecher. Start! Geilo, okay, hier will ich hin. Um die Energie aufzufrischen, steht hier. Aber war es nicht die Stadt, die keine Kirche hatte? Doch! Sehr schön. Na dann warten wir jetzt bis 6 Uhr oder so. Haha. Perfektes Timing, ey. Oh, herrlich. Mal gucken, ob die Herzen da bleiben. Nö. So, lad mich auf, du geile Sau. Geiler Pastor. Oder Priester, was auch immer. So, und jetzt würde ich mir mal gerne Lorbeeren kaufen. Ich weiß nicht genau wo. Aber mal gucken. Waren wir jemals in dieser Stadt hier? Buy some of my laurels. Perfekt. So, ja, komm, dann direkt nochmal. Aber nochmal nicht. Ich könnte mir. Nee, kann mir gar nicht nochmal leisten, ne? Selbst wenn, weil ich brauche auch noch ein bisschen, um die auch tatsächlich. Nicht die, aber ich brauche noch ein bisschen, um die Dinger zu verschießen. Die goldenen Dolche. Mit denen werden wir Dracula fertig machen. Und ich glaube, damit geht das super schnell. Okay.
Sehr schön, ausnahmsweise mal gutes Timing gehabt. Perfekt. Am besten bei der Verzweigung den unteren Weg. Wo das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber egal. Waren wir hier jemals? Irgendwie kommt mir das alles super unbekannt vor. Aber es sieht ja alles gleich aus hier. Da 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 da. Na, 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 na. Ach du Scheiße, schießen die schnell. Was ist das denn? Was ist denn da los? Okay, das war lustig. Okay, damit auch ein, bitte. Okay, bin ich hier falsch? Warte mal. Meine Verzweigung den unteren Weg, aber der war doch gar keiner. Oh. Müssen wir eigentlich nochmal durch den kleinen Sumpf da durch. Die haben echt Bock. Ach, da wird's auch einmal zurückgebracht. Ja, nicht wenn ich laufe. Okay. Habe ja gespeichert, ne? Ja, okay. Ich lad mal, ne? Oh. Never mind. Ich dachte, ich hätte eben gespeichert einmal. Toll, Leon. Ach, Mann. Unnötig schon wieder. Tap 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 da 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 da. Wow. Okay. Das ist so geil, Alter. Die haben richtig Bock. Scheiße. So. Da steht aber nichts von Sumpf, deswegen ist es, ja, keine Ahnung, gucken wir mal. Kann auch irgendwie so durchspringen, dann macht auch nicht so viel Damage. Okay, dann meine ich wahrscheinlich das hier. Okay, ich werde die Geisterstadt Yomi. Aha. Alles klar. Einfach nur weitergehen und dann sind wir gleich da. Oh, das ist er wohl. Geisterstadt. Ich könnte mal gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. So. Turn right for Vrat Graveyard, left for the Overwoods. Hier gibt's absolut nichts. Geilo, Mann. Ich raste gleich aus. Ja, interessant irgendwie. Ja, ganz in der Nähe von Draculas Schloss ist nur tote Hose, wa? Oh, da will noch einer reden. Let's live here together. Nee. Nein? Ganz bestimmt nicht. Man muss über die Grabsteine springen, auch geil. Oh nein. Mein Lieblingsgegner. Ich lade, wo auch immer ich jetzt lande. Oh Mann! Alter, ich hasse mich. Warum speichere ich denn nicht? Ich dummes Stück Kacke. Boah. Ehrlich, ey. Langsam reicht's auch mal. Oh
Na egal, wir müssen die Zeit totschlagen. Schneller, Simon Belmont. Die dumme Scheißviecher, ey. Glück gehabt. Glück gehabt. La 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 la. Okay. Wir müssen immer. Oh ja. Okay, genau. Brauchen wir irgendwie die Klaue, glaube ich. Was ist die Klaue? Schon so, ne? Oh, ja, jetzt habe ich wieder aus Versehen ein Item benutzt. Ja, ist nicht so schlimm. Okay. Ich glaube, es hat die Klaue gerade gemacht, angeblich. Lange Brücke. Nach der Brücke seid ihr eurem Ziel angekommen. Castlevania! Drohliche Musik. Okay. Habe ich das... Ja, ich habe das Wasser ausgerüstet. Achso. Wieder den hier. Hier ist ja nicht so viel los. Naja, ist ja auch verlassen, ne? Wir haben es ja zerstört beim letzten Mal vor 7 Jahren. Muss man ja fairerweise sagen. Was soll hier auch groß sein? Interessante Musik irgendwie. Ne, da nicht lang, okay. Okay. Wo lang jetzt genau? Ich verstehe. Alles klar. Okay, muss ich die Leiter benutzen? Die Treppe? So, ich glaube, wir sind gleich da. Das sieht gut aus. Okay. Ich bewege mich nicht, das macht automatisch. Sogar 6 Teile, warum auch immer. Mhm. Oh oh. Okay, mal kurz speichern. So, und jetzt machen wir mal Folgendes hier. Pass auf. Weil so ein bisschen. Naja. Ich glaube wirklich, man kann ihn jetzt mit den. Mit dem Ding hier. Wenn man das benutzt, dann kann man, glaube ich, innerhalb von wenigen Sekunden weghauen. Ist ein bisschen lame. Ich mache erstmal so. Ja, versuch's erstmal so. Also gar nicht die Schienen hier. Okay, jetzt war alles noch nicht so durchdacht. Ich merk's gerade selber. Gehen wir mal wild rum umherboxen hier. Wow, das war's. ja. Stark. Although the
confrontation between Simon and Dracula wahrscheinlich. And Dracula has concluded Simon couldn't survive his fatal wounds. Transylvania's only hope is a young man who will triumph over evil and rid the city of Dracula's deadly curse. Ja, es gibt auch verschiedene Endings, je nachdem, wie schnell man irgendwie durchspielt. Also keine Ahnung, was da jetzt, keine Ahnung, Simon ist nicht tot, alles gut, keine Ahnung. Das ist nicht Kanon. nee, eigentlich ist es so, dass man dann, dass der Fluch jetzt auch aufgehoben ist und alles cool ist. Ich meine, abgesehen von den beiden Spielen spielt man Silent Bamin sowieso nie wieder in irgendeinem Castlevania, meines Wissens nach. Außer halt natürlich in den entsprechenden Remakes und so von dem von Castlevania 1. Von 2 gibt's, glaube ich, keins. Aber ja. Cool, okay. Das war's tatsächlich. Das war Castlevania 2, Simon's Quest. Haben wir doch noch mal ein bisschen gefüllt, die letzte Folge. Und ja, es ist halt wirklich ein interessantes Spiel. Ich meine, es hat wirklich, ich meine, ich appreciate es irgendwie, dass sie halt nicht gesagt haben, okay, wir machen den ersten Teil jetzt nochmal, sondern wirklich da auch was Eigenes draus gemacht haben, dass sie jetzt schon mehr in dieses Adventure-Metroidvania-eske reingehen. Aber so richtig ja eigentlich auch noch nicht, ne? Es ist halt einfach nur Trial and Error. Also, die können mir nicht erzählen, dass irgendjemand dieses Spiel damals ohne irgendeine Form von Komplettlösung, die es ja damals wahrscheinlich dann schon gab, durchgespielt hat, oder? Also das ist ja komplett insane. Da muss man halt Dinge tun, auf die kein Schwanz kommt. Also bitte. Und naja, plus dazu eben, wenn man stirbt, muss man das Spiel ja, glaube ich, wieder von vorne anfangen. Und naja, gut, es gibt, glaube ich, Passwort. Gibt es eine Passwortfunktion? Ja, okay, es gibt eine Passwortfunktion. Gut. Aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Digga, ob das sein muss. Ah ja, mit Komplettlösung ist es auf jeden Fall ganz nett, das dann auch mal zu spielen und so zu sehen, dass sich bereits mit dem zweiten Teil die Spielerei in eine Richtung entwickelt hat, die sie dann wieder zurückgenommen hat. Castlevania 3 und alle bis Symphony of the Night wirklich ganz klassisch wieder wie der erste Teil. Könnte überlegen, ja doch. Und dass sie ja trotzdem dann später ab Symphony of the Night wieder so ein bisschen darauf zurückgekommen sind. Gut, ich würde jetzt mal eben wieder das machen, was ich auch beim letzten Mal gemacht habe, nämlich das Spiel schließen und mit euch nochmal die Beschreibung hier durchlesen. Genau, you're Simon Belmont, bravest of the brave, boldest of the bold, a gothic warrior respected by kings. You earned your praise not by crushing Viking invaders or Turkish hordes, okay, but by destroying the evil Count Dracula in a duel to the death at Castlevania. But your victory proved painful as the wounds inflicted during the duel slowly gnawed at your soul. One day, thou, a beautiful maiden appeared with a soft... Okay. Ist nicht passiert in der Geschichte, aber egal. Appeared with a soft voice. She warned that you were possessed by the Count's curse. She said your only hope of destroying the curse and healing your scars was to find the 5 body parts of Count Dracula and burn them in this castle, ending forever the reign of the Prince of Darkness. Suddenly, like most beautiful visions, she began to fade, and as you reached to touch her, she spoke her final words. Fear not, brave Simon, for if you have the courage to risk your life, you will find... Geht mal draus nicht so lange wie beim letzten Mal. Fear not, brave Simon, for if you have the courage to risk your life, you will find the strength to win again. Ja, genau. Story, relativ simpel, ne? Ich meine, hier wird ja richtig viel erwähnt, auch mit Christopher Belmont, schon interessant. Vielleicht war das damals ja sogar schon in der Beschreibung oder so, ne? In der Beschreibung, also in der Anleitung des Spiels mit drin. Vielleicht, dass quasi da auch schon stand, yo, Christopher Belmont, bei denen spielt man ja hier, in Castlevania The Adventure. Ich muss jetzt mal über, 4 Levels. Jetzt muss ich mal überlegen, wie wir das jetzt als nächstes machen. Also rein chronologisch, vom Erscheinen her ist als nächstes The Adventure dran.
Warum auch immer die hier zuerst sind, aber ja. Also einfach wegen Ordnung, ne? Erstmal die Main-Teile und dann die Gameboy-Teile. Ja, ich würde dann wahrscheinlich tatsächlich da auch mit The Adventure weitermachen. Das ist super kurz, 4 Level. Keine Ahnung, wahrscheinlich in 2 Folgen oder mit durch. Ja, dann chronologisch Dracula's Curse. Also chronologisch im Sinne der, ne, des Erscheinen der Spiele, nicht wie das spielt, weil das ist dann ganz woanders. Da sieht man hier auch eine 89, 90. Dann dürfte das hier sein, genau, 91. Und dann erst Castlevania 4. Okay, ist auch 91, aber es kam, glaube ich, später. Ja, auch geil. Ne? Übrigens Super Castlevania 4, das heißt einfach nur Super, weil es halt für den Super Nintendo war. Es gibt kein Super Castlevania 1 bis 3. dazu soll man auch noch sagen, dass es, naja, Castlevania 4 heißt es zwar, aber es ist ja eigentlich ein Remake von Teil 1. Gleiche Story wieder. Mal gucken. Da steht zwar was anderes, aber es ist die gleiche Story. Ja, genau. Also die Reihenfolge wäre quasi, ne, die beiden haben wir jetzt, dann The Adventure, dann 3, dann Belmont's Revenge, dann 4 und dann schließlich Bloodlines bzw. The New Generation. The New Generation ist quasi, ja, der europäische Name des Spiels, ja. Oder PAL-Region, glaube ich. Ja, und Kid Dracula ist ja ein Spin-Off, also das muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Ich würde es auch spielen wahrscheinlich, allein schon deswegen, weil ein Boss in dem Spiel tatsächlich in Symphony of the Night vorkommt. Nicht jetzt irgendwie von wegen, das ist Kanon oder so, sondern einfach so als Easter Egg quasi. Wurde der wiederverwendet in Symphony of the Night, deswegen ist es wahrscheinlich schon wert, das auch mal zu spielen. Von wann ist es eigentlich? Okay, 2019. Nee, es ist nicht von 2019. 2019 kam es da jetzt in der Collection erstmals quasi außerhalb Japans raus. Original ist von wahrscheinlich auch 89, 88, 89, 90, irgendwie dann so fürs NES. Ja, Bonusbook ist unwichtig. Ja, man kann auch die japanischen Versionen übrigens hier einschalten, auch ganz nett. Ja, nee, was wollte ich sagen? Ja, irgendwann werde ich das vielleicht mal zwischendurch spielen. Vielleicht mal so im Stream oder so, einfach mal so abseits der eigentlichen Reihe. Wäre vielleicht mal eine Idee, es ist auch super kurz. Ich spiele mal in einem Stream mal durch, wenn ich mal Zeit habe. Ja, achso, aber bevor tatsächlich eigentlich New Generation dran ist, kommt erstmal Rondo of Blood. Was ja dann in der nächsten Collection quasi zusammen mit Symphony of the Night drin ist. Muss ich mal überlegen, ob ich Symphony of the Night dann überhaupt in der Collection spiele oder auf dem Emulator, weil die Collection-Version ein bisschen anders ist als die eigentliche PS1-Version. Nicht viel, nur ein ganz bisschen, aber ja, nicht ganz faithful, deswegen muss ich mir das nochmal überlegen. Ja, genau, so geht's dann grob weiter. Und dann halt noch mit N64-Titeln und der Advanced Collection, bla bla bla, noch einiges vor. Aber das war jetzt erstmal Castlevania 2. Ja. Achso, ich merke auch gerade, achso, ich habe gar nicht den, ich habe gar nicht den Rand weggemacht, den Rahmen, sorry. Aber ich habe es ja vorgelesen, also ihr habt es ja gehört, was da steht. Ne? Ja, sorry, habe ich vergessen, den Rahmen wegzumachen. Egal, nächstes Mal wieder, hoffentlich. Ja, jetzt mache ich ihn auch nicht weg, aus Prinzip. Doch, ich mache ihn jetzt weg, weil für die nächste Aufnahme brauche ich ihn nicht mehr. Gut, ich sag mal danke fürs Zusehen, ich habe es gefallen, das war Castlevania 2, Simon's Quest und ja, wir sehen uns dann. Jetzt erstmal wieder bei ein paar anderen Projekten wieder, aber ich denke dann irgendwann vielleicht mal im Laufe der nächsten paar Monate dann wahrscheinlich zu The Adventure. Irgendwann mal so zwischendurch. Das sind halt jetzt gerade am Anfang bei Castlevania halt super Projekte, die man mal so zwischendurch spielen kann, ne? Mal eben einlegen, spielen, mal eben durchspielen innerhalb von unter 10 Folgen. Und dann ist gut. Castlevania 4 wird ein bisschen länger dauern, glaube ich. Also sonst alle anderen, die werden auch alle so in dem Rahmen bis plus minus 10 Folgen, würde ich sagen. Also die beiden sind nochmal deutlich kürzer. Ja, guckt euch die Grafik an. Geil. Oh, The Adventure ist auch so scheiße. Das ist auch echt kein gutes Spiel. Naja, gut. Reicht jetzt. Euer Friedrich verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.